So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Lookaround über den Samsung-Stand im CityCube. Ja, wir haben ein paar Hands-on schon hinter uns und ja, zeige ich euch mal so ein bisschen, was hier alles noch so abgeht. Weil die Halle dann doch ein bisschen größer ist, wenn ich heute mal ein bisschen weiter rüber nehme. So. Ups. Ja. Ist dann doch ein bisschen größer, was das alles angeht. Und ja, was Inhalt angeht, da drüben waren rechts von mir, habt ihr gerade den Fernseher gesehen. Hier ist natürlich der Frame ausgestellt. Das sind die neuen, ja, bildimitierenden plus Gaming-Monitore, auch neuen QLED sogar und gebogen. Also richtig gut, gebogen, curved. Und frisch natürlich mit AKG, hat sich natürlich jetzt mit Samsung verbunden. Alex habe ich jetzt verloren, weil der schlägt ein bisschen. Hi-Fi-technisch ist auch vieles unterwegs, nicht so viel dieses Jahr, weil die neuen drei Lautsprecher dauern noch ein bisschen, die neuen. Ich gehe jetzt mal hier durch, weil da drüben ist das neue 4D-Kino mit den Samsung Galaxy Notes, was schon auf der Gamescom war. Hier ist mehr so die Haushaltsecke mit Fridges. Und also hier Staubsauger und so weiter. Da wird der neue Family Hub ausgestellt mit dem riesigen Display. Also wenn ihr zu Hause mal ein bisschen was aufpeppen wollt, dann kauft euch den Family Hub. Weil der wird hier mit dem großen Display ausgeführt, auf dem ihr sogar Filme gucken könnt. Also es ist so viel da drin. Hier ist dann so ein bisschen wieder die Haushaltsecke, ne? Mit den neuen Waterwalls. Und so weiter. Dann hier Club des Chefs, groß aufgezogen. Alles was Kochen angeht, richtig riesig. Alex ist schon wieder frisch oder beim Essen. So. Dann hier noch die Accessoire-Ecke von Samsung mit Kopfhörern und alles um das Note 8. Da vorne auf der Bühne noch, auch noch das Galaxy Note 8 mit dem mit der Gear VR, wo man ein bisschen GBA testen kann und so weiter. Ich habe auch schon, glaube ich, zwei Stück zu Hause jetzt. Und hier dann noch mit Q-Drive die neuen Waschmaschinen mit dem neuen Antrieb. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich wieder vom Stand. Da geht's wieder raus. Ich hoffe, euch hat das kleine View-Around gefallen. Wir gucken, wie es nächstes Jahr ist. Dann könnt ihr ein bisschen vergleichen, was sich verändert hat. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.